Das ist der neue Volkswagen Taigo. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Und das ist also der Volkswagen Taigo, im Prinzip ein T-Cross als SUV-Coupé. Und somit gehört er auch in das Segment der Kleinwagen. Ich würde ihn auch als Crossover oder SUV bezeichnen. Drei Mitbewerber hätte ich. Erstmal direkt aus dem eigenen Hause der T-Cross höchst selbst. Dann auch der Nissan Juke und der Toyota CHR. Der VW Taigo wurde als SUV-Coupé-Variante des VW T-Cross im Dezember 2021 im Internet erstmals vorgestellt. Er wird in Spanien und für den südamerikanischen Markt in Brasilien gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2022 alle 5 Sterne bekommen. Volkswagen bietet den Taigo zu einem Basislistenpreis von 20.460 Euro an. Unser Testwagen ist ein bisschen teurer, fast doppelt so teuer, mit einem Listenpreis von 38.740 Euro. Wir haben ihn aber auch hier in der höchsten Ausstattungslinie oder in der elegantesten Ausstattungslinie Style mit der größten Motorisierung und wirklich mit zahlreichen Optionen dabei. Die Konfiguration des Testwagens habe ich auf der Homepage hinterlegt, also auf unserer Homepage ist oben hinter dem i verlinkt oder auch unten im Videobeschreibungstext. Da könnt ihr euch gucken, ansehen, warum der so teuer geworden ist, beziehungsweise welche Optionen ihr locker wegstreichen könntet. Aber nicht die Farbe, oder? Gut, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, heutzutage so einen Verbrenner noch kaufen, man weiß es ja nicht, 2035 ja sowieso alles nicht mehr und so weiter und so fort. Überlegt doch mal, ob ihr nicht leasen wollt. Und wenn ihr leasen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei unserem Partner leasingmarkt.de vorbei. Die haben immer die besten Leasing-Angebote aus dem Internet für euch zusammengesucht und präsentieren sie euch auf ihrer Seite. Der erste Link hier direkt unter dem Video bringt euch zu den Leasing-Angeboten vom VW Taigo. Da könnt ihr den Händler oder das Angebot eurer Wahl anklicken und kostenlos und auch unverbindlich euch mal so ein Leasing-Angebot zuschicken lassen. Leasingmarkt.de, der erste Link hier direkt unter dem Video. Unter der Haube des 2022 Volkswagen Taigo 1,5 TSI DSG befindet sich ein 1,5 Liter Reihen-Vierzylinder Turbo-Ottomotor. Der Verbrenner leistet 150 PS bzw. 110 kW und hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter, welches zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen pro Minute angeht. Geschaltet wird mittels 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der Taigo verfügt stets über Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 212 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 6,2 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 141 Gramm pro Kilometer. Vollgetankt mit 40 Litern Super kommt man im Idealfall 640 Kilometer weit. Optional kann man den VW Taigo auch noch mit zwei leistungsschwächeren Benzinmotorisierungen bestellen. VW bietet den Taigo in 4 Ausstattungslinien an. Uns haben sie das Fahrzeug in der Ausstattungslinie Style zur Verfügung gestellt. Das ist die eleganteste und zweithöchste Ausstattungslinie überhaupt. Schon in der Basis kommt das Fahrzeug mit LED-Scheinwerfern. Ab der Ausstattungslinie Style, so also ab unserem Testwagen oder unser Testwagen hat das, gibt es IQ-Light, also schon Matrix-LED-Scheinwerfer. In der Basis steht der Taigo auf 16 Zoll Alufelgen. Zur Ausstattungslinie Style würden eigentlich 17 Zoller gehören. VW hat uns das Fahrzeug hier auf optionalen 18 Zoll Leichtmetallfelgen zur Verfügung gestellt. Die Bodenfreiheit bei dem Fahrzeug 15 cm. Zudem gibt es 8 Farben, aus denen man wählen kann. Die Farbe unseres Testwagens, Visual Green, finde ich super. Ob ich sie konfigurieren würde, weiß ich allerdings nicht. Man kann sich 7 der Farben zusammen mit einem schwarzen Dach konfigurieren, so wie das bei unserem Testwagen auch der Fall ist. So hört er sich an, der 1,5 Liter Reihen-Vierzylinder Turbo-Benziner. Ein Auspuffrohr seht ihr nicht, das ist schön versteckt hinter dem Stoßfänger, befindet sich aber auf der linken Fahrzeugseite. Derweil spiele ich hier für euch die ganzen Rückleuchtenfunktionen einmal durch und ihr solltet auch sehr schön erkennen, wir haben nicht nur vorne LED, sondern auch hinten komplett LED-Leuchtmittel.
Mit der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne nicht nur das Fahrzeug fair- und entriegeln, sondern auch die Fenster öffnen und schließen. Am Spiegel erkennt man sehr schön, das Fahrzeug ist jetzt verriegelt. An den hinteren Türen kann ich ruppen, wie ich will, aber wenn ich meine Hand hier an den vorderen Türgriff lege, egal ob auf Fahrer- oder Beifahrerseite, dann entriegelt sich das Fahrzeug automatisch. Das gilt im Übrigen auch für die Kofferraumklappe. Der Einstieg vorne ist City-SUV üblich sehr bequem, weil es gar nicht so weit nach oben geht, aber eben genau das kleine Stückchen mehr als beim normalen Kompaktwagen. Und somit ist es angenehm einzusteigen, vor allen Dingen mit meiner Körpergröße her. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier von unserem Testwagen, dem VW Taigo in der Style-Ausstattungslinie. Ja, ein paar zusätzliche Optionen sind dabei. Schaut einmal in die Konfiguration, die habe ich auf der Homepage verlinkt und die Homepage oben bzw. unten im Videobeschreibungstext. Ich fange hier gleich an mit dem Materialcheck. Ganz vorne ist schon weiches Material, so auch der Rest hier, das ganze Armaturenbrett. Daran anschließt sich ein lackiertes Teil. Das finde ich sehr schön. Und darunter ist dann auch nochmal ein weiches Material, ein weicher Kunststoff. Das Handschuhfach, das ist dann, besteht aus hartem Kunststoff, so auch das Teil daneben. Aus dem Fußraum hochgeschwenkt, hier haben wir Teppich, ganz viel harter Kunststoff und hier wieder das lackierte Teil. Und beides ist meines Erachtens auch optional. Dann bin ich auch schon hier in der Mitte, hochglänzend schwarz, drumherum ein bisschen lackiert, das weiche wie gesagt. Und hier harter Kunststoff als Rahmen, als innerer Rahmen, äußerer Rahmen ist ja lackiert. Auch das ist harter Kunststoff und hier haben wir dann Kunstleder auf der Armlehne. Die Sitze sind mit Stoff bezogen. In den Sitzbahnen außen haben wir ein bisschen Kunstleder. Auch schön hier mit Kontrastnaht. Und das zieht sich dann hier komplett durch. In den Türen leider harter Kunststoff hier, dieser Bereich. Vorne ein bisschen lackiert. Darunter dann, auch das ist harter Kunststoff. Die Armlehne ist dann wieder mit Kunstleder bezogen. Auch das ist harter Kunststoff. Wie auch hier der untere Bereich. So auch die A-Säule, erst der Himmel, der ist dann wieder mit Stoff bezogen. Und darunter spüre ich auch eine leichte Unterschäumung. Wir sitzen ja im VW aus dem Kleinwagensegment. Von daher finde ich das Materialmix hier vollkommen okay. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre hier in den Türen, dass sie da das gleiche weiche Material haben wie am Dashboard, dann wäre ich schon sehr glücklich und das wird alles passen für mich. Kommen wir zur Ergonomie. Hier ist der Startknopf. Wenn ich den drücke, dann springt hier auch alles an. Die Displays melden sich zu Wort. Wir haben hier ein Touch-Display als Infotainment-System und ganz rechts daneben den Warnblinkschalter. Und ich habe hier auch noch den Annäherungssensor. Immer wenn hier die Hand erscheint, dann kann ich eigentlich swipen. Warum er das? Ah ja, jetzt macht er das, weil der Annäherungssensor hier unten dann quasi als Gestensteuerungserkennungstool dient. Ja, so ist es. Darunter zwei Lüftungsdüsen, die ich hier frei verstellen kann. Und das finde ich auch sehr löblich. Beide haben ein Drehrad, damit ich den Luftstrom regeln kann. Und genauso funktionieren die Lüftungsdüsen außen. Unter den Lüftungsdüsen dann die Steuerung der Klimaanlage. Hier kann ich alles über Touch einstellen. Unter anderem habe ich auch eine zweistufige Sitzheizung. Dann haben wir hier den Gangwahlhebel, den ich im Übrigen auch einmal nach hinten ziehen kann, um hier zwischen Drive und Sport der Getriebeeinstellung hin und her zu switchen. Und ich kann ihn auch nach rechts rüber drücken und dann hier manuell schalten, wenn ich denn möchte. Daneben gibt es eine Knopfleiste oder eine Buttonleiste. Hier haben wir Start-Stop, das kann ich deaktivieren. Die Fahrmodi kann ich aktivieren. Da habe ich Eco, Normal, Sport und Individual. Dann ist das der Parkassistent. Die Parkpiepser kann ich deaktivieren, wenn ich möchte. Und wir haben hier noch einen echten Handbremshebel am Start. Das Lenkrad hier unten abgeflacht ist mit Leder bezogen, kommt allerdings ohne Kontrastnaht aus und man sieht, es ist ein Multifunktionslenkrad. Dieses kann ich manuell verstellen und ich zeige euch hier einmal den kompletten Radius. Und egal wie ich mir das einstelle, ich kann das Cockpit immer gleich gut ablesen. Nur in der tiefsten Einstellung wird so ein Hauch verdeckt, aber das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Die Lenkradbelegung hier auf der linken Seite dient mir zum Einstellen des adaptiven Tempomats bzw. dem Drive Assist. Und hier unten kann ich dann noch die Lautstärke vom Infotainment-System regeln. Auf der rechten Seite Spracherkennung
Und hier kann ich den Bordcomputer bedienen, an dieser Stelle dann Lieder oder Sender skippen. Das 7-Gang DSG kommt in Verbindung hier mit diesen Schaltwippen. Die kennen wir auch zur Genüge aus dem VW-Regal. Kleine Plastikplättchen oder Kunststoffplättchen. Hinten ein bisschen geriffelt, kann ich gut während der Fahrt erreichen. Nicht aufregend, aber praktikabel. An der Lenksäule dann der Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und gedrückt für den Scheibenwischer hinten. Auf der linken Seite klassisch Blinker, Lichthupe und Fernlicht. Dazu kann ich auch über den Taster mir hier direkt die Assistenzsystemseinstellung, also an-aus zumindest, ins Cockpit holen. Links neben dem Lenkrad habe ich den Lichtschalter aus, Auto, Standlicht, Fahrlicht, Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer. Und vorne am Türgriff habe ich dann die Wippe der Zentralverriegelung und in der Erweiterung der Armlehne habe ich die vier elektrischen Fensterheber. Hier kann ich die hinteren sperren. Dazu noch die Spiegelverstellung und wenn ich den Knopf auf 7 Uhr drehe, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß, der Sitz ist in der tiefsten Position. Wenn ich mich hier in den Sitz presse, bekomme ich noch mehr als eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Mit Mütze bewege ich mich mal, stoße hier nirgends an. Die Armlehne ist maximal geeignet für eine Person, die kann ich mir nicht zu zweit teilen. Ich bin in dem Auto auch durchaus zu zweit gefahren. Für einen Kleinwagen ist er durchaus geräumig und man hat hier auch nicht das Gefühl, dass man sich in die Quere kommt. Allerdings, das sieht man hier an der Mitte auch ganz gut, es ist nun mal ein Kleinwagen. Da hilft es auch wenig, sage ich mal, dass ich hier durchaus so einen Schwung im Armaturenbrett habe und nichts meinen Blick stört, weil ja die ganzen Displays unten eingebaut sind. Somit wirkt das Auto vielleicht auch nochmal einen Hauch größer und luftiger, auch unterstützt durch den hellen Himmel und die helle A-Säule. Aber auch da so ein bisschen mag das helfen, aber ich merke trotzdem, dass ich in einem Kleinwagen sitze. Ja, die Sitze hier nochmal abgeschwenkt. Die sind manuell zu verstellen. Ich kann den Sitz also vor- und zurückfahren natürlich. Ich habe eine Höhenverstellung und ein Drehrad für die Lehne. Dazu habe ich an der Kopfstütze einen Knopf und wenn ich den drücke, kann ich die halt auch hoch und runter stellen. Fahrer wie Beifahrer haben übrigens an den Sitzen noch so ein Hebelchen. Das ist die Lordosestütze, die ich hier rein- und rausfahren kann. Ja, die Sitze habe ich als sehr bequem empfunden während meiner Testfahrten. Oder als bequem, nicht sehr bequem. Sehr bequem sind dann irgendwie Luxussitze. Aber der ist schon bequem, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass man im Kleinwagen unterwegs ist. Die zweistufige Sitzheizung heizt den Sitz auch schon ganz schön auf. Ne? Also ist jetzt nicht knallerheiß, wie ich mir das immer wünsche, aber so kurz davor. Das finde ich auch gut. Ja, dann schalte ich den Motor mal aus. Dann gibt es hier immer noch so ein Schlussscreen. Quasi, da wird mir gezeigt, wie lange ich dann gefahren bin, was ich verbraucht habe und so weiter und so fort. Bitte nicht am hohen Verbrauch stören. Das liegt daran, dass ich jetzt hier am Bilsterberg schon ein Weilchen stehe. Einmal die Tür auf und zugemacht, Uhrzeit und so wird mir auch alles noch angezeigt. Und jetzt starte ich den Motor mal. Dann baut sich hier das Display entsprechend auf. In der Grundeinstellung habe ich ein Drehzahlmesser links und ein Tachometer rechts. Im Drehzahlmesser wird mir das Fahrprogramm angezeigt. Unter anderem auch, wenn ich hier manuell schalte die jeweiligen Gänge, aber auch wenn ich normal fahre. Auf der Gegenseite ist dann die digitale Geschwindigkeit eingelassen. Oben haben wir Verkehrszeichenerkennung, Kompass, Uhrzeit, Fahrassistenzsysteme, Außentemperatur, unten der Trittzähler und auch noch ein bisschen was von den Assistenzsystemen. Jetzt kann ich hier einmal durch den, was früher mal Bordcomputer war, durchschalten. Da gibt es die unterschiedlichen Sachen, die ich mir hier ansehen kann, wenn ich denn möchte. Hier steigen wir einmal ein und beim Verbrauch kann ich jetzt sagen, und bei der Übersicht kann ich wählen zwischen Start, Tanken und Langzeit. Dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier die Assistenten zu wählen, die Navigation sich reinzuholen. Dafür kann ich dann auch nochmal unterschiedliche Skins aktivieren oder Ansichten hier, Cockpit-Ansichten. Ihr seht, 1, 2, 3 Stück haben wir zur Auswahl. Hoppla, ich bin ein bisschen runtergerutscht. Und je nachdem, was ich mir in der Mitte anzeigen lasse, kann ich mir das dann hier auch noch groß und klein ziehen. Jetzt in dem Fall
finde ich, macht es nicht ganz so viel Sinn, geht natürlich auch, aber da hätte ich dann doch ganz gern die Rundinstrumente und so bin ich in der Regel auch immer gefahren. Gleich der Rundumblick hinterher, an der B-Säule kann ich gut vorbeisehen, so auch an den beiden A-Säulen. Hier in der GoPro sitzt ihr und schaut mir zu. B-Säule okay, C-Säule okay und die D-Säule, da haben wir dann schon ein etwas breiteres Feld, aber so richtig groß ist das nicht. Da hinten an der Heckscheibe ist das Auto dann auch schon wieder zu Ende, somit ist er auch gut übersichtlich. Sollte sich da hinten dann doch mal ein Fahrradfahrer oder ein Kind verstecken, vorher immer brav in den rechten Außenspiegel schauen, dann übersieht man auch nichts. Die Spiegelflächen finde ich angenehm groß für einen kleinen Wagen und das Spiegeldesign passt auch sehr gut zum Auto. Ein Blick in den Innenspiegel hier offenbart mir die komplette Heckscheibe. Somit habe ich auch eine gute Sicht nach hinten mit allen drei Spiegeln. Beim Rangieren hingegen hilft dann durchaus die Rückfahrkamera. Wenn ich hier am Lenkrad drehe, kommen zumindest diese Linien mit. Das ist aber nur eine Schemazeichnung. Wenn ich jetzt hier rückwärts fahre, sollten sich dann irgendwann die Sensoren melden. Da kommen sie dann auch schon und sagen mir, ich näher mich was. Hier die Linien lenken leider nicht mit, warum auch immer. Und die Sensoren kann man sich auch noch in groß anzeigen lassen, quasi, wenn man einfach einen Vorwärtsgang einlegt. Ja, damit habe ich euch alles gezeigt. Was noch fehlt, ist die Hupe. Für so einen Kleinwagen. Ganz schön knackig. Gerne zeige ich euch einmal die ganzen Ablagen im Taigo. Wir fangen an mit den Türtaschen. Und hier die Warnweste kann ich nach hinten reinschieben. Sogar ein großes Paket. Hier geht die Türtasche weiter, also quasi ein Geheimfach. Davor habe ich meine beiden Musterflaschen, die nehme ich mal raus. Da sind ja die beiden Flaschen hier von meinem Partner Y-Food. Einmal eine halbe Liter Flasche, einmal 0,33 Liter. Die gibt es leider nicht mehr, den halben Liter schon. Ich mache gerne Werbung für Y-Food, denn die haben den Nutri-Score A, unter anderem, weil es jede Menge Vitamine und Mineralstoffe mitbringt, das Getränk. Aber vor allen Dingen, weil diese 500 Milliliter genau 500 Kalorien haben und mich 4 Stunden satt machen. Und wenn man mal guckt, was man isst, wenn man in einer Pommesbude sitzt und eine schnelle Mahlzeit braucht, dann ist das hier wirklich schon der gesunde Weg. Dazu, man sagt mir immer, sind aber teuer, 3 Euro noch was. Ja, dann geht doch mal zu einer bekannten amerikanischen Burgerkette, da zahlt ihr für weniger oft mehr. Also ich finde das wirklich klasse, gerade wenn man unterwegs ist oder hier am Bilsterberg, wo es halt nicht mal eben was zu essen gibt. Das ist Heavenly Hazelnut. Ich glaube, das ist vom großen YouTuber Unge die Lieblingsgeschmacksrichtung. Gibt ganz viele, unter anderem gibt es auch das Ganze in vegan. Wenn man möchte, das wäre hier Cold Brew Coffee mit natürlichem Koffein. Auch das ist prima. Ich habe die Flaschen halt immer dabei, um euch die ganzen Ablagemöglichkeiten für Gefäße hier zu demonstrieren. Und das ist natürlich gut, wenn ich immer die gleichen Flaschen dabei habe. Der halbe Liter wackelt hier drin rum, das heißt, ich bekomme auch gut eine Literflasche hier rein und kann die auch während der Fahrt gut entnehmen. Und hier die kleinere Flasche, die würde da auch noch hinterpassen. Oder ich kann mich auch noch so ein bisschen weiter nach hinten quetschen. Die nächste Ablagefläche hier in diesem dunklen Loch quasi, da haben wir erstmal 2 USB-C-Anschlüsse und dann eine rutschfeste Matte. Wer hier genauer hinsieht, erkennt das Qi-Symbol. Das heißt, mein Telefon kann ich hier reinlegen und dann wird es auch induktiv geladen. Zeigt er mir hier auch mit einer Meldung an oben. Das ist mein iPhone 13 Pro Max mit Rahmen. Passt das hier ganz entspannt hinein. Hier ist ein Kartenhalter, finde ich ganz praktisch. Und dann haben wir hier 3 Ablagen hintereinander. Die ersten beiden Löcher sind quasi Getränkehalter, auch wenn die keinen Abstandshalter haben. Die kleine Flasche sitzt, passt, wackelt, kippelt ein bisschen. Die große sitzt bombenfest, fast ein bisschen zu fest, aber die kann man hier schon gut verstauen. Dazu haben wir dahinter noch ein Fach. Da passt der Schlüssel ganz gut rein. Das ist nicht rutschfest, sondern harter Kunststoff. Und die Armlehne kann ich auch noch aufklappen. Das ist schwarz in schwarz. Da passt die kleine Flasche auf jeden Fall schon mal rein. Ja, und guck, sogar die halbe Liter Flasche vom Y-Food. Also auch das bietet nochmal ordentlich Platz, das Fach. Selbstverständlich haben wir auch ein Handschuhfach. Hier oben mit Münzhaltern. Auf der anderen Seite auch. Hier gibt es auch nochmal Kartenhalter.
Das ist, glaube ich, ehemals Infotainment-System. Das Bordmaterial, Kartenhalter, Münzhalter, alles hier mit drin. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist eine Beleuchtung. Und selbst mit der Pressemappe da drin, nee, also habe ich nur das Bordmaterial, dann machen wir doch so an. Dann passen hier auch noch die beiden Flaschen mit ins Handschuhfach. In der Sonnenblende gibt es einen Make-up-Spiegel, der dann oben von der LED beleuchtet wird. Die Spiegelfläche, mittelgroß würde ich sonst sagen, aber wir sitzen ja im Kleinwagen, also ansprechend groß. Dann gibt es hier noch einen Clip für die Rettungskarte oder Parktickets. Die Sonnenblende kann ich zur Seite drehen, allerdings hier nicht nach hinten ziehen, sodass von der Seite aus immer noch Sonne einfallen kann. Ja, Haltegriffe haben sie gespart beim Taigo, nicht nur beim Fahrer, sondern im ganzen Fahrzeug. In der Dachkonsole haben wir Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Und gemeinsam ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Zudem gibt es hier hinten noch ein Fach, ein Brillenfach. Das ist mit einer rutschfesten Gummimatte ausgekleidet. Und dahinter noch Infoservice und SOS-Knopf. Also ich finde, bei den Ablagen merkt man kaum, dass der Taigo ein Kleinwagen ist. Die sind durchaus üppig und auch von der Größe her üppig. Also gerade für das Kleinwagensegment. Schön finde ich so eine Kleinigkeit wie hier, diesen Schlitz, wo man mal ein Parkticket oder eine andere Karte reinstecken kann, eine Tankkarte. Das ist schon recht praktisch. Zu bemängeln hätte ich allenfalls, dass wenn man hier einen Stecker reinstecken will und so Wurstfinger hat wie ich, dass man sich da manchmal ganz schön einen abbricht. Das Discover Pro ist hier als Infotainment-System mit im Fahrzeug. Die große Lösung also. Wir haben auch das Beats Premium Soundsystem. Ich zeige euch jetzt einmal hier rudimentär das System. Und weil das hier immer spannender wird, Softwarestand 0278. Software aktualisieren, das könnte ich wohl auch. Aber nicht mit meiner schwachen Internetverbindung. Darum klicke ich hier mal auf die Home-Taste. Die kredenzt mir hier eine Ansicht mit drei Kacheln. Und ich könnte weiter swipen, dann habe ich hier noch mehr Kacheln. Im Prinzip kann ich mir das individuell gestalten, genauso wie ich halt möchte. Im Übrigen hier noch Fahrprogramm oben in der Leiste, die Uhrzeit und die Außentemperatur. Das wird also in Teilen vom Cockpit gedoppelt. Ja, jede dieser Flächen ist natürlich auch quasi ein Kurzwahlziel auf genau diese Ansicht. Hier habe ich die Optionen erstmal. Dann kann ich nach einem Ziel suchen. Das wäre hier für uns wie immer die Werther Straße. Nummern muss ich extra aktivieren, bleiben dann aber stehen. In Bielefeld fragt man sich, warum sie die Nummer nicht gleich dazu schreiben. Ne? Dann zeigt er mir das hier auch an. Sucht mir das auf der Karte, zeigt mir die Ansicht. Ich sage nicht Route, sondern eigentlich wollte ich sagen starten. Zeigt aber hier die Route an, eine Option, und die ausgewählte Route startet er automatisch, wenn ich hier nichts anderes mache. Ich sage aber ausgewählte Route. Ja, dann haben wir hier eine 3D-Ansicht. Wir können Nord ausgerichtet 2D, Fahrtrichtungs ausgerichtet 2D noch aktivieren. Und hier wird mir der Streckenverlauf noch angezeigt. Und wenn ich das Ganze abbrechen will, klicke ich da oben drauf und dann ist das Ganze verschwunden. Dann habe ich hier noch die Taste für die Spracherkennung. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Möchten Sie die Zielführung? Ja. Man muss also nicht aussprechen lassen, sondern kann dem System auch immer sofort Antworten geben, bevor es überhaupt ausgesprochen hat. Und jetzt passiert hier das Ganze in grün nochmal. Ich breche das jetzt aber hier mal ab, oder? Vielleicht doch nicht. Sie zur angezeigten Route. Und dann brechen wir es hier ab. Gehen wir zurück auf Home, beziehungsweise die Menütaste kann ich auch mal drücken. Da habe ich jetzt hier alle Funktionen in Iconform. Navigation haben wir uns gerade angeguckt. Gehen wir in den Bereich Radio. Da kann ich euch auch gleich hier die Lautstärkeregelung zeigen. Kein Drehregler, sondern Touch. Oder hier eine Wippe, darüber erreiche ich halt das Gleiche. So, jetzt kann ich als Quelle wählen, generell diverse Sachen, auch unter anderem Apple Music, Streaming und so weiter. Aber mir geht es darum, das Radio, FM, DAB ist zusammengefasst. So dann auch hier die Senderliste, das sind alle gefundenen Sender, die er hat.
Ich entscheide mich hier ganz spontan mal für Radio Bob, kann auch wieder zurückgehen. Und dann habe ich das hier eingestellt. Es gibt auch noch eine Speicherliste mit Sendern. Und wenn ich hier einfach, na Enjoy müssen wir jetzt nicht unbedingt überschreiben. Oh, jetzt, was kann man überschreiben, ne? Antenne Bayern. Nur weil wir hier im Norden sind, ne? Da hast du dann Radio Bob. Und hier dann nochmal die Ansicht, das spielen sie halt gerade. Gibt es auch nochmal ein Setup. Unter anderem den Klang kann ich hier bedienen vom System und habe einen vierstufigen Equalizer, den ich mal hier brav auf 0 setze. Dann kann ich den Fader quasi noch stellen und Lautstärke-Einstellungen vornehmen. Im Übrigen, hier sieht man den weißen Strich, also ich kann hier auch runterziehen. Und habe jetzt hier diverse Sprungziele, die ich mal eben schnell erreichen will oder kann oder was auch immer. Zurück ins Menü. Das Fahrzeug gucken wir uns nochmal an. Hier wieder die Verbrauchswerte, Start, Langzeit und so weiter. Ich kann aber auch das digitale Cockpit hier nochmal ändern. Also den Inhalt der Rundinstrumente anpassen, wenn ich möchte. Also jetzt hier die Reichweite zum Beispiel, ja und so weiter. Ich fahre aber eigentlich ganz gern mit der Klassik-Ansicht und dazu haben wir noch den Fahrzeugstatus, wo man sagt hier, ob irgendwas mit dem Fahrzeug nicht in Ordnung ist. Ist aber alles okay, gute Fahrt, können wir gleich weitermachen. Medien ist das gleiche wie Radio, das habt ihr eben gesehen. App Connect ist ein Apple CarPlay, Android Auto, was hier auch vollflächig angezeigt wird. Die Fahrassistenzsysteme haben eine eigene Einstellungsseite. Drücke ich hier auf Setup, habe ich das auch übersichtlich in Listenform. Sonst muss ich hier halt draufklicken und habe dann die jeweiligen Einstellung. Das Klangmenü hatten wir uns angeguckt, damit haben wir eigentlich alles Wichtige uns angesehen. Ja, ich bin kein großer Fan von Beats Audiosystemen. Ich finde, die sind immer etwas seltsam abgestimmt. So auch hier in diesem Fahrzeug mal wieder. Alles unter Zimmerlautstärke kann man sich gut anhören, aber wenn man jetzt hier die Remotes mal ein bisschen aufdrehen möchte, dann hat man Höhen und Bässe. Das ist beides schön da und dazwischen ist dann eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Tonmatsche, das wäre zu negativ, aber da ist der Ton, weiß Gott, nicht so brillant mehr. Für viele wird das System ausreichend sein. Wer so ein bisschen mehr audiophil veranlagt ist, sollte beim Händler vielleicht mal das Standardsystem sich auch noch anhören. Möglicherweise ist das besser oder man kann es einfacher mit anderen Boxen bestücken. Aber wie gesagt, wenn man hier nur viel Radio hört, dann mag das auch in Ordnung gehen für die meisten. Ja, wir reden hier über ein City-SUV, ein Kleinwagen-SUV. Das ist ja immer ganz spannend. Wie viel Platz hat man denn hinten drin? Kann man da überhaupt noch sitzen als Erwachsener? Genau das möchte ich euch jetzt zeigen und auch die Ausstattung euch präsentieren. Ja, ich sehe, das Platzangebot hier für die Beine ist gar nicht so üppig. Beim Einstieg muss ich auch den Kopf einziehen, ist aber alles in Ordnung. Ja, und so sieht es hier hinten aus. Erstmal muss ich kurz anmerken, dass die Klimaanlage die Luft wirklich schön verteilt. Auch hier hinten beim Einsteigen war es sofort kühl und draußen ist es ja wirklich schon mit 26 Grad ein bisschen wärmer. Ich nehme mal die Mütze ab, presse mich mal in den Sitz. Hier bekomme ich eine Faust im Querformat zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Wenn ich meinen Kopf bewege ohne Mütze, stoße ich nirgends an. Und auch mit Mützenschirm komme ich hier nicht an den gepolsterten Dachholm. Meine Füße kann ich ziemlich weit unter den Fahrersitz schieben, also bis zum oberen Spann. Das ist sehr angenehm, obwohl der ja in der tiefsten Position eingestellt ist. So wie ich hier sitze, habe ich so gut wie gar keine Beinfreiheit. Ich touchiere tatsächlich mit meinen Knien schon den Vordersitz, der ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß, aber es ist jetzt hier nicht eng. Und ich kann ja so ein bisschen breitbeinig sitzen, sodass zumindest meine Knie vor den äußeren Sitzteilen hier sind. Dann kann ich die dem Fahrer auch nicht in den Rücken bohren. Das Ganze ist nämlich hier nicht hart verschallt. Und so kann ich auch längere Strecken sitzen. 4-5 Stunden wäre gar kein Problem. Hauptsache, wir machen zwischendurch eine kleine Pause, weil ich sitze ungern so lange. Wir haben hier auch kleine Türtaschen wieder. Da passt der halbe Liter rein. Diesmal hat er nicht ganz so viel Platz. Und somit passt auch keine Literflasche in die Türtasche. Hier haben wir den elektrischen Fenster. Ihr seht, wir haben getönte Scheiben und die bleiben zu einem Drittel tatsächlich stehen. Finden meine Kinder nicht so toll, ich auch nicht, aber das ist ja Geschmackssache.
Dann haben wir hier vorne an der B-Säule einen Kleiderhaken. An der Rückseite der Vordersitze gibt es eine Dokumententasche für DIN A4 hochkant und quer. In der Mitte immerhin zwei USB-C-Anschlüsse, sodass hier Endgeräte geladen werden können. Und nicht nur die Einstiegsbeleuchtung sitzt hier oben in der Decke, sondern das kann ich auch als Leseleuchte für die beiden äußeren Sitzplätze nutzen. Und das war's mit der Ausstattung. Und mehr habe ich hier auch nicht groß zu sagen. Doch, was ich noch sagen kann, dass ich hier fast den Bereich zu dem Weißen benötige. Das heißt, jemand, der zwischen mir und einem genauso korpulenten Passagier auf der anderen Seite sitzen würde, hätte noch so viel Platz. Also drei dicke Jans hier hinten negativ, aber drei zierliche Personen wären wahrscheinlich. Die Gurtlänge hier hinten ausreichend lang natürlich, um Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen, aber leider nicht mit dem angenehmen Extra-Länge an Gurten. Die elektrischen Fensterheber haben einen Einklemmschutz. Da kann sich also niemand wehtun. Die Isofix-Halterungen sind frei zugänglich. Da gibt es auch kein Plättchen oder so. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz ist direkt an der Lehne. Und die Gurtpeitschen sind starrer Natur, sodass sich die Kinder einfach anschnallen können alleine. Die Türen hier hinten haben eine Kindersicherung mit dem Schlüssel. Da habe ich ein Schlüsselbad, kann ich hier einmal überschließen, um sie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Auch auf dem Beifahrersitz haben wir Isofix-Halterungen, die frei zugänglich sind. Und bei geöffneter Beifahrertür kann ich hier wieder den Schlüssel zum Einsatz nehmen und den Beifahrer-Airbag deaktivieren bzw. wieder aktivieren. Um den Kofferraum zu öffnen beim Taigo gibt es einen Taster hier direkt unter dem VW-Logo und dann schwenkt die Klappe fast automatisch auf. Ein bisschen muss ich anschubsen, hier allein mit Hilfe der Gasdruckdämpfer. Ja, gern zeige ich euch auch einmal den Kofferraum. Es fängt damit an, wir haben hier einen Ladeboden, den ich anheben kann. Hier der Subwoofer vom Beats Audio System und auch noch ein Reserverad tatsächlich mit einem guten Hängkopfgreifen bis 80 km/h zugelassen. Jetzt kann ich das runterlassen. Ich habe trotzdem aber hier noch eine Ladekante, könnte das Ganze aber noch hier ein tiefer schieben und jetzt habe ich noch eine tiefere Ladekante. Ne? Was für ein Wunder. An der Seite ist ein kleines Fach. Hier ist die First Aid Kit Tasche drin. Die kann man hier gut verstauen. Da seht ihr den Haken, die Zuröse, die eine, und die vordere befindet sich halt da vorne. Auf der anderen Seite fehlt uns dieses Fach, aber die Zurösen haben wir auch. Und im oberen Bereich kann ich auch nichts groß zeigen. Hier vorne Taschenhaken, auf beiden Seiten auch. Und ihr seht, der Sichtschutz hier, die Hutablage hat ein richtiges Scharnier. Im oberen Bereich ziehe ich die Lasche über den Nippel. Und dann einmal beherzt von unten klopfen. Das Ganze ist dann schon ausgebaut. Auf der Sichtseite haben wir Filz. Und hier sieht man aber unten, dass es Presspappe ist. Das Warndreieck, das befindet sich hier übrigens in der Kofferraumklappe, finde ich gut und praktisch. Da muss man nicht den Kofferraum ausleeren. Und das sind hier auch die Griffschalen zum Zuziehen. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich hier ganz entspannt mit meinen 1,80 Meter an die Entriegelung der hinteren Rücksitzbankhälften, die fallen im Verhältnis 60-40. Und wenn ich jetzt den Ladeboden auch nochmal hochhole, dann ergibt das zwar keine ganz ebene Ladefläche, denn hier vorne bei den umgeklappten Rücksitzbankhälften steigt es nach vorne hin leicht an. Wenn ich die Rücksitzbank umgelegt habe, dann passt hier mein 28 Zoll Rennrad auch einfach so in den Kofferraum. Ich muss keins der Laufräder ausbauen. In den Kofferraum vom 2022 VW Taigo passen 440 Liter bei umgeklappter Rücksitzbank, erhält man ein Ladevolumen von 1222 Litern. Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen, davon 75 Kilogramm auf die Dachreling schnallen. Optional gibt es eine Anhängerkupplung mit einer Stützlast von 55 Kilogramm. Mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen. Wenn der Anhänger über eine eigene Bremsanlage verfügt, hat er die nicht, dann reduziert sich das Zuggewicht auf 640 Kilogramm.
Herzlich willkommen zu meinem Feindruck hier mit dem Volkswagen Taigo. Wir haben den 1,5 Liter TSI Motor unter der Haube. Der hat 150 PS und den gibt es halt nur in Verbindung mit dem 7-Gang DSG. Ja, kleines Auto, trotzdem muss ich hier ein bisschen rangieren auf der Kraxer Straße. Wir haben einen Wendekreis von 10,8 Meter und Fahrmodi. Ich schalte hier einmal durch, Eco, Normal, Sport und Individual. Das kann ich anpassen. Lenkung, Normal, Sport, Antrieb, Normal, Sport, Eco, ACC, der adaptive Tempomat, Normal, Sport, Eco und die Klimatisierung, Normal und Eco. Ich gehe jetzt aber einmal ins Sportprogramm. Und am Lenkrad drehe ich auch noch mal eine Lenkradumdrehung und ein bisschen, das heißt 2¼ Lenkradumdrehung von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. So, dann hier auf der Landstraße einmal losbeschleunigen im Sport. Und da habe ich die 100 km/h auch schon erreicht. Von 0 auf 100 geht es in 8,3 Sekunden und unter Idealbedingungen. Und die Höchstgeschwindigkeit erreiche ich dann bei 212 km/h. Jetzt einmal in der Unterführung können wir uns mal hier die ganzen Schalterchen ansehen. Und da sieht man, es ist alles schön hintergrundbeleuchtet, auch auf dem Lenkrad. Und links neben dem Lenkrad die ganzen Schalter, die ihr so nicht sehen könnt. Das Auto wiegt 1,3 Tonnen leer und wir haben 150 PS, kommen auf ein Leistungsgewicht von 8,7 Kilogramm pro Kilometer. Ich sage ja immer, ne, 5 Kilogramm sportliches Auto, 10 Kilogramm eher die Familienkutsche. Da bin ich schon im Familienbereich, aber noch ein bisschen sportlich angehaucht. Und so, finde ich, fährt er sich auch, wenn man mal aufs Gas drückt. Da muss er sich zwar etwas strecken, bis er hier in Wallungen kommt, aber dann nimmt er doch recht flott Geschwindigkeit auf. Mir hat das Auto aber nie so das Gefühl gegeben, ich muss jetzt sportlich fahren, sondern ich komme halt sehr angenehm von A nach B. Und da haben wir jetzt hier auch die Fahrwerkstrecke schon. Da fahre ich jetzt hier mal 55 km/h über die beiden Dehnfugen. Die spüre ich auch im Gestühl schon. Und hier die wellige Straße mit den Schlaglöchern quasi, den Schlaglochgroßen Vertiefungen auf der rechten Seite. Auch die spüre ich. Das Wellige gleicht das Auto noch angenehm aus. Wir sind im Kleinwagensegment unterwegs. Da erwarte ich jetzt auch nicht eine Luftfederung. Da ist man ja in der Regel vom Fahrwerk eher immer ein bisschen unkomfortabler unterwegs. Aber für einen Kleinwagen, finde ich, ist der Komfort hier im Taigo durchaus ansprechend. Hier vielleicht auch ganz schön zu sehen, ich gebe jetzt kein Gas, das Auto ist ohne Last, es steht auch nur noch kein Gang. Sobald ich jetzt hier wieder aufs Fahrpedal drücke oder aufs Gaspedal, wird der entsprechende Gang eingezeigt. Da koppelt er also aus, um entsprechend auch Benzin zu sparen und möglichst effizient unterwegs zu sein. Das 7-Gang DSG vollkommen unauffällig, nur eben wirklich, wenn du unter Volllast beschleunigst, wie ich das eben gemacht habe, dann spürst du den Gangwechsel. So jetzt beim ganz normalen Fahren ist es nicht gegeben. Jetzt nochmal direkt auf die Autobahn. Das ist jetzt nochmal 40. Dennoch auch mit niedrigen Geschwindigkeiten kann man hier prüfen, wie das denn ist mit der Sitzbeschaffenheit. Und der Sitz hält mich sowohl im oberen wie auch im unteren Bereich. Nicht wie ein großer Sportsitz, aber es ist vollkommen ausreichend. Weil ich hier gerade ein bisschen Luft habe, trete ich mal das Fahrpedal durch, das Gaspedal, sprinte einfach mal los. Also überhaupt kein Problem, Lenkung und Fahrwerk mit den höheren Geschwindigkeiten. Und 200 haben wir passiert. 212 ist ja die Höchstgeschwindigkeit. Ach komm, lass mal einmal laufen. Zack, da habe ich die dann auch erreicht. Nochmal, wir sind im Kleinwagensegment unterwegs, haben hier 150 PS unter der Haube. Das finde ich von den Fahrleistungen, wenn man es mal ein bisschen eiliger hat,
sehr angenehm. Ich springe schon wieder in Eco, eigentlich überhaupt nicht notwendig, denn ich bin wirklich 99% der Zeit mit dem Auto im ganz normalen Fahrprogramm gefahren. 100 km/h im siebten Gang bei 1900 Umdrehungen, so würde ich das zumindest deuten. Das Auto läuft ruhig, ich habe leichte Abrollgeräusche, aber kaum Windgeräusche und werde jetzt hier eingebremst vom adaptiven Tempomaten. Jetzt bin ich bei 120 im siebten Gang bei 2200 Umdrehungen. Jetzt setzen die Windgeräusche langsam ein. Das Auto wird ein bisschen lauter. Ich muss aber noch nicht meine Stimme heben, um mich hier verständlich zu machen. 140 jetzt bei fast 140 jetzt bei 2600 Umdrehungen. Das Geräuschniveau ist noch mal ein bisschen lauter geworden. Meine Stimme hebe ich aber immer noch nicht. 160 dann bei nicht ganz 3000 Umdrehungen. Jetzt hebe ich meine Stimme in der Tat, weil die Fahrgeräusche doch so laut geworden sind, dass ich das Gefühl habe, mit normaler Lautstärke mich nicht mehr verständlich machen zu können. Aber wenn ich alleine fahren würde, wäre das hier für mich von der Lautstärke auch noch vollkommen okay. Ja, im Sportprogramm begrüßen wir dann nochmal den Doppelkreisel hier. Fahren nochmal ein bisschen zügiger rein. Nicht ganz interessant. Hoppla, bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Aber mein Fahrfehler. Ich finde gar nicht, dass er doll schiebt über die Vorderräder. Zweite Runde. Ich finde bemerkenswert, dass er gar nicht so stark über die Vorderräder schiebt und dass man wirklich auch schön einlenken und anbremsen kann. Und so könnte man den Taigo, wenn man denn möchte, durchaus ein bisschen sportlicher fahren. Zumindest machen Lenkung und Fahrwerk das gut mit. Der WLTP-Verbrauch liegt bei 6,2 Liter. Ich bin jetzt über fast 600 Kilometer mit einem Verbrauch von 6,3 gefahren. Habe das Auto aber auch nie groß getrieben und getreten, sondern bin eigentlich eher immer so entspannter unterwegs gewesen. Auf der Autobahn zwischen 130 und 150, hin und wieder auch im Bereich 100, 120. Ja, weil das entspannt ist, halt so den Taigo zu fahren. Und so sieht man aber auch, ohne sich jetzt wirklich explizit Mühe zu geben, besonders effizient zu fahren oder das Eco-Programm zu bemühen, kommt man hier ganz entspannt in den WLTP-Bereich rein, was den Verbrauch angeht. Ja, grundsätzlich 150 PS, schon eine ganze Menge für den kleinen Wagen, auch wenn das Leistungsgewicht jetzt hier nicht vom sportlichen Auto redet, aber ich finde den super bequem, man hat genug Leistungsreserve, man kann auf der Autobahn auch mal entspannt schneller fahren, 160, 180, muss sich also als Kleinwagenfahrer nicht auf der rechten Spur verstecken und ich kann mir vorstellen, die kleineren Motorisierungen funktionieren auch mit dem Auto gut, gerade wenn man eher urban unterwegs ist, wenn man aber hin und wieder auch längere Strecken fährt oder öfter längere Strecken fährt, ist diese 150 PS Motorisierung in Verbindung mit dem DSG, nur so geht es ja, wirklich angenehm. Ich habe den Tempomat mal auf 120 km/h gesetzt, so schnell werde ich glaube ich gar nicht werden, weil ich hier mich gleich hinter einen Laster hänge. Das Auto bremst mich also runter, jetzt setze ich den Blinker und sofort nimmt das Fahrzeug wieder Geschwindigkeit auf. Ich helfe jetzt mit dem Gaspedal ein bisschen nach, weil hinter mir gleich Verkehr kommt und ich ja niemanden ausbremsen möchte. Jetzt gucken wir noch, wir haben einen Totwinkelwarner hier im Spiegelgehäuse, drei LEDs, die anspringen und mich frühzeitig warnen, bevor sich ein Auto in meinen toten Winkel schiebt. Je nach Geschwindigkeit sind das 2 bis 4 Fahrzeuglängen, die ich vorher gewarnt werde, bevor sich das Auto überhaupt erst in den toten Winkel schieben kann. Eine Verkehrszeichenerkennung haben wir auch und dadurch, dass sie hier keine 130 anzeigt, sondern offen, liest die auch wirklich die Verkehrsschilder und greift nicht auf veraltetes Kartenmaterial zu. Was hier wird ja gerne auf dem Teilstück der A33
130 angezeigt. Ja, dann habe ich einen Spurhalteassistenten und ihr seht, ich lasse das Auto jetzt einmal mal fahren. Das ist hier eine Krümmung in der Autobahn. Das System hält mich in der Mitte der Spur, lenkt also permanent mit. Das ist sehr angenehm. In Verbindung mit dem Travel Assist ist es genauso gegeben. Jetzt noch mal ein bisschen langsamer ohne Tempomat und Travel Assist. Wenn ich hier jetzt gegen die Spur lenke, dann sorgt er zwar dafür, dass ich die Spuren nicht überfahre, hält mich aber nicht konsequent in der Spur. Das funktioniert dann immer nur in Verbindung mit dem Tempomat. Somit sind alle vier Assistenzsysteme, die ich mir immer wünsche, mit an Bord und funktionieren auch so, dass ich auf langen Strecken angenehm entlastet werde. Herr Kinner, das war's doch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Volkswagen Taigo, dem Coupé T-Cross. Ne? Ja, was soll man sagen? 38.000 Euro für den Wagen hier hört sich natürlich erstmal viel an. Wer aber genau hinguckt und genau konfiguriert, man muss ja nicht den größten Motor nehmen, würde ich aber machen, wenn ich mehr als nur kurze Strecken pendel, beziehungsweise mich außerhalb des urbanen Raums befinde. Man muss nicht alles hier schicke im Innenraum haben, aber es sieht halt auch sehr possierlich aus. Da kann man sehr wohl und weise wählen, was man haben will oder nicht. Mittlerweile bin ich aber gerade bei den kleinen Wagen so weit, dass ich sage, Infotainment-System so klein wie möglich, weil ich mache sowieso den meisten Kram mit meinem Handy. Da brauche ich nur Apple CarPlay bzw. Android Auto und da kann man ja schon mal eine ganze Menge Geld sparen. Dazu, ob man jetzt extravagante Farben haben möchte, ob man ein schwarzes Dach will, das kann man ja alles runter reduzieren. Grundsätzlich finde ich, ist der Taigo schon ein ganz schickes, wenn man SUVs mag, Kleinfahrzeug, mit dem man auf der einen Seite agil unterwegs ist im urbanen Raum, aber hier mit der Motorisierung auch locker mal längere Strecken fahren kann. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben unter unseren Videos. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gerne. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.